MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hey Freunde, was geht? Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal gibt es von mir Bad Company 2. Quaxus Guy ist unsere Map, auf der wir uns jetzt tummeln. Ja, ich habe direkt eine Frage vorweg nach dem Intro. Was es jetzt nicht gibt, okay, wir gehen direkt in die Action rein. Also dann kann ich die Frage auch jetzt stellen, was haltet ihr von einem Battlefield 3 Let's Play? Das ist ja im Moment bei MMOGA Angebot. Link gibt's wie unten in der Beschreibung. Habt ihr Bock darauf? Soll ich das zocken? Natürlich erst nach Bad Company 2. Da gibt's zwar bestimmt schon Battlefield 4, wenn es soweit ist, ich weiß es nicht. Aber Battlefield 3 soll man sich ja nicht ergehen lassen. Ist ja ein richtig gutes Spiel. Wird zwar nicht auf den höchsten Einstellungen laufen, aber scheißegal. Ja, ich gebe mir Mühe auf Panzerfäuste zu. Schreibt einfach in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn wir da auf einen Nenner kommen. Mir erstmal alles kurz und klein, vorzugsweise die Gegner. Ansonsten sind wir schneller von hinten, als wir gucken können. Ui, das war ein dicker Treffer. Da hinten steht noch einer mit Panzerfaust, den haben wir. Sauber weggekloppt. Okay, los! In das Haus! Macht schon! Und jetzt geht es zu Fuß weiter. Wo sind hier unsere Männer? Los, los! Los! Okay, ich gehe einfach mal. Schon mal vor. Wenn ich beide ziehe, ich so viel unsere Waffen, okay. Wir haben nur die eine Waffe. Hatte hier doch gerade eine. Toll, hat kaum Munition. Jetzt haben wir ein bisschen. Können erstmal nachladen. Dann geht es ja auch schon den Hügel hoch. Und ein Sniper wäre eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Das ist wohl der einzige Weg hoch zur Station. Okay, dann gehen wir hier mal den Hügel hoch. Bin gespannt, was uns hier erwartet. Zack, 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 zack. Und da oben sehen wir schon die ersten Gegner. Okay, die Schweinehunde am Sniper, oder war damit jetzt der Punkt? Dabei, ich renne außen rum und hoffe, dass ich so meinem Team helfen kann. Ja, rutsch mal da runter. Wo zum Henker sind wir? So, das MG ganz schnell ausgeschaltet. Am Arsch, was wird das denn? Ich muss hier erstmal Schutz. Okay, hier ist vielleicht auch nicht so dolle. Ich muss da aber erstmal gucken, dass wir high überhaupt ankommen. Denn hier oben ist das, was uns bzw. mir die Sache relativ erleichtern wird. Nämlich ein Scharfschützengewehr. Lass mir das Ding in die Luft stellen. Zack, zack, zack. So.
nach dem anderen jetzt hier erstmal runterholen. Okay. Wo gibt's hier noch welche? Genau, schieß mal mit der Schrotflinte 2 Kilometer weit. So. Ja, unser Team rückt vor. Das ist für uns das Zeichen, dass es weitergeht. Auf dem Dach von Rocket Launcher. Okay, oder auch nicht. Boah, ich hab wieder ein Aiming wie ein Keks. Kommt schon vor jetzt hier. Okay. So kann man's auch. Das müsste es sein. Wenn wir was anderes als Russen anbieten, können wir uns von dem Satelliten verabschieden. Ey, ich will da auch rein. Leute. Ah, hier. Tipp, tipp, tipp. Mach mal Platz, da können wir. Sind noch welche drin? Wo ist mein Team? Muss ich da jetzt stürmen oder was? Zum Teufel. Warte. So, ich musste das mal eben schnell so regeln. Weil das hat ein wenig geruckelt. Hier ist auch keiner mehr. Dann geht's auch schon hier rein. Fertig. Wir sollten es jede Sekunde sehen können. Gut, dass das Ding so angeschlagen ist. So ist es leichter zu hacken. Ja, Gott schütze die Franzosen. Okay. Jetzt brauchen wir den Datenserver aus dem Inneren des Dings. Okay, er hat den geosynchronen Orbit verlassen und kommt näher. Das schaffen wir nie. Sagen wir Flynn Bescheid? Mhm. Ghost Rider, hier Redford. Satellit auf Crashkurs gebracht. Kannst du uns holen? Bravo 2, hier Ghost Rider. Negativ. Von den Bergspitzen pfeift ein mörderischer Scherwind. Ich kann's nicht riskieren. Sorry, Mann, aber sobald ich kann, komm ich euch holen. Ghost Rider aus! Oh, bitte. Hätte dieser Hippie wie ein Eier in der Hose, würden wir jetzt nicht, an der warum? Absturzstelle Margarita schlürfen. Richtig, ich habe Koordinaten für die berechnete Absturzstelle. Kommt jetzt. Ich weiß nicht, warum es zwischenzeitlich jemand zurück dann kommt. Auf der Festplatte ist mittlerweile genug Platz. Gut, da ist er. Also ich weiß es nicht. Er ist nur ein paar Kilometer entfernt gelandet. Bist du dir da sicher? Hagrid, ich habe das Ding gerade punktgenau aus dem Orbit geholt, also bitte etwas Respekt. Ein wenig. Sarge, wir brauchen ein Fahrzeug. Alles klar, da drüben ist eins. Im Dorf gibt es sicher ein Fahrzeug, das wir uns leihen können. Nein, ist immer so ein schönes Wort. Bei Bad Company. So, kann ich hier mit Scharfschützengewehr arbeiten? Alles sauber!
weiß echt nicht, was los ist. Wir gehen einfach mal über die Dächer. Dass wir von hier, also von den Dächern, besser rüber. Wo ist Paget und was haben wir mit ihm gemacht? Werfen eine Granate. Wow. Raketenwerfer sind. Zeichen getroffen. Ach du Scheiße. Ich kletter auch noch runter in die Granate rein. Granate. Gekracht. Das war nicht so optimal. Aber nicht zu ändern. Aber ich wollte doch eigentlich einen Scharfschützen, deswegen weiß ich gar nicht. Okay, jetzt ist richtig. Aber trotzdem treffen wir nichts. Start war ja zumindest schon mal optimal. Ich wurde jetzt stark mit seiner Panzerfuß. Wow. Manchmal habe ich das Gefühl, unser Team trifft überhaupt nichts. Und man muss alles selber machen. Wo ist denn der Typ jetzt? Natürlich lebt der Kleine. Aber wir haben den Checkpoint erreicht. Oh nein.
Sofort jemand an das beschissene MG. Rakete kam eben auf uns. Oh, ich glaube, die Hütte ist. Ja, dann wohl eingestürzt. Wir können den Jeep hier nehmen. Gib mir die Ankunftszeit des Satelliten, Sweetwater. Berechneter Einschlag in plus minus 4 Minuten, aber keine Ahnung. Und es geht wieder weiter mit einer schönen Autofahrt. Ich hoffe, das ist jetzt kein guter Kampf, das ist nicht gut. Ärgerlich jetzt auf der Autofahrt hochklappen. Wenn man es hier sich eigentlich. Acht auf 12 Uhr, feindliche Fahrzeuge kommen näher! Ja, toll. Überraschungsmoment, Sie wissen, wo der Satellit runterkommt! Woher konnten die das wissen? Hast doch den Beschützer, woher die das wissen? Von da hoch! Das war eine Rakete zu viel. Das war eine Rakete zu viel. Das war jetzt irgendwie ein bisschen geschummelt, weil jetzt haben wir nämlich wieder mehr Lebenspunkte. Aber. Ehrlich gesagt, nicht.
Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Ach, lasst uns einfach den scheiß Satelliten holen. Jo, das war's auch schon wieder mit Bad Company 2. Es tut mir leid, dass es zwischenzeitlich so arg geruckelt hat. Ich hoffe, ich konnte es mit der Neuaufnahme ein bisschen beheben. Ich versuche, den Fehler zu finden und ja, ich hoffe einfach, euch hat es trotzdem gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein, Leute!